Nummer 1, heute Günther Ederer, spricht und anschließend werden wir ein bisschen diskutieren zu seinen Thesen. Ich freue mich sehr. Günther Ederer muss ich nicht vorstellen. Er tritt hervor. Bitte sehr, Herr Ederer, bitte. Ich möchte Sie begrüßen mit Guten Morgen, lieben Freunde. Denn man kennt sich ja fast alle untereinander und wie Gerd schon sagte, auch untereinander muss man sich manchmal noch Mut machen. Denn man könnte glauben, dass Menschen, die an die persönliche, individuelle Freiheit glauben, die daran glauben, dass Markt besser ist als Planwirtschaft, die daran glauben, dass es ein Recht auf Eigentum gibt und der Markt das gerechtere Instrument zur Güterverteilung ist, die an Gewaltenteilung glauben, dass sie nur noch eine kleine Minderheit in dem Land sind und dass sie eigentlich ja auch schon halb aufgegeben haben, weil sie keine Mehrheiten mehr zusammenkriegen. Wir sind verteilte, verschiedene Parteien mittlerweile. In der CDU gibt es noch so ein paar Restposten. In der AfD suche ich das liberale Element mittlerweile immer weniger, finde ich es immer weniger. Also die FDP, in deren Haus wir hier sind, wenn man wüsste, was daraus wird. Aber bei allen Kritik und bei allen negativen Dingen, die ich Ihnen jetzt sicher erstmal als erstes den Morgen verderbe, sehe ich auch eine positive Haltung. Wenn wir von diesen Inhalten überzeugt sind, dann sollten wir sie ungeschminkt auch so vertreten. Dann brauchen wir nicht Meinungsforschungsumfragen, die gucken, was ist zurzeit in oder nicht in, und durch Programme und Inhalte der jeweiligen Meinungsforschung, den jeweiligen großen Trend anpassen, weil man sagt, das andere ist nicht mehr mehrheitsfähig. Wenn wir uns einer mehrheitsfähigen Meinung anpassen wollen, dann kann ich nur sagen, da gibt es genug, da braucht man nicht noch was Neues. Sondern da braucht man jemand, der von seiner Überzeugung sie auch zeigt. Und wenn wir davon überzeugt sind, dann brauchen wir auch keine Kompromisse machen. Vielleicht gehen wir durch eine öffentlich wahrnehmbare Durststrecke, aber es gibt dazu eigentlich keine Alternative. Deswegen ist jetzt, wenn man so Programm sucht, also was ist noch liberal? Ich wage das Wort liberal schon gar nicht mehr zu nutzen, weil das jetzt, selbst die Grünen sind jetzt schon eine liberale Partei. Ne? Alles ist jetzt liberal. Also damit drücke ich eigentlich nichts mehr aus, sondern wenn ich aus diesen Grundüberzeugungen heraus in die tägliche Politik gehe, dann sind eigentlich die Lösungen vorgegeben. Dann können sie nicht heißen Mindestlohn, Energiewende. Dann können sie nicht heißen das, was zurzeit an Bildungspolitik und Familienpolitik betrieben wird, weil das alles auf eine doch Vergesellschaftung hinausläuft und das Ganze unter der Überschrift der sozialen Gerechtigkeit. Ich habe ein paar Politikfelder gesagt, wo ich auch gleichzeitig Lösungen mit angeben möchte. Ich denke, am meisten bedroht uns im Moment die Finanzpolitik. Also es war ja so schön, der Euro-Rettung über Nacht, ohne das Parlament so richtig zu fragen. Wenn man mit Abgeordneten gelesen hat, die wenigsten hätten überhaupt nur Zeit gehabt. Wenn sie es gewollt hätten, hätten sie es nicht geschafft zwischen der Aushändigung der ganzen Vorlagen und der Abstimmung es zu lesen. Also die Euro-Rettung ist gelungen und nun stellen wir fest, der Euro ist nicht gerettet. Für mich, da unterscheide ich mich vielleicht von dem einen oder anderen, für mich ist es nicht das Entscheidende, dass mehrere Staaten eine gemeinsame Währung haben. Damit könnte ich gut leben. Aber wenn diese gemeinsamen Staaten dann ihre eigenen Verträge brechen, wenn sie gegen ihre eigenen Vorgaben und Regeln verstoßen, wenn dies dann auch damit verbunden ist mit einem massiven Demokratieabbau, dann fängt eine Währung an und ist nicht mehr nur eine Währung, sondern dann ist sie das, was sie auch zurzeit betreibt. Es
spaltet die Völker, es treibt sie eher auseinander. Ich bin gespannt, was wir hören werden von den damaligen Euro-Rettern, wenn bei der nächsten Wahl in Griechenland Herr Tsipras mit seiner Syriza die Wahl gewinnt. Das wird ein spannender Moment. Ich war damals vor anderthalb Jahren in Griechenland, als er aus seinem Wahlbündnis eine Partei gemacht hat. Und dann stand da so schön, es schließen sich zusammen die Leninisten, Marxisten, Trotzkisten, Kommunisten, die Feministen, die Ökologisten und die Linkssozialisten. Na, wunderbar. Alles beisammen. Und sie haben bei allen Umfragen, liegen sie zurzeit vorne. Und das Programm von Herrn Tsipras lautet ja, alles, was die Troika durchgesetzt hat, wird rückgängig gemacht. Die Kürzungen werden wieder aufgehoben. Das Weihnachtsgeld für die Rentner wird wieder ausgezahlt. Alles, was privatisiert wurde, wird wieder verstaatlicht. Ja, da kann er als Vorbild unser Land nehmen. Wir verstaatlichen ja auch alles weiter. So unterschiedlich ist das vielleicht gar nicht. Aber, und das Ganze soll damit bezahlt werden mit den 105 Milliarden, die Deutschland Griechenland für seine nicht gezahlten Reparationen schuldet. Wird sicher interessante Gespräche werden, wenn er die Wahl gewonnen hat. Aber ich denke noch nicht mal, dass Griechenland das wirkliche Problem ist, sondern wir sehen, dass auch Italien und Frankreich sich einfach treu bleiben. Dass sie überhaupt nicht daran denken, und denken können, weil es nicht funktionieren würde, die Kriterien, die in dem Maastricht-Vertrag festgehalten wurden oder die jetzt wieder in dem neuen Sparversprechen festgelegt worden sind, einhalten zu können. Diese Gesellschaften funktionieren anders. Und ich habe immer gesagt, was in Brüssel damals beschlossen hat zur Eurosanierung, das war ungefähr: Brüssel hat jetzt beschlossen, die Griechen benehmen sich ab sofort wie Schweden und die Süditaliener wie Norditaliener. Dummerweise hat Italien 150 Jahre das nicht geschafft, dass sich die Süditaliener wie Norditaliener. Aber mit Brüsseler Beschlüssen machen sie es vielleicht. Aber wir sehen auch Herr Renzi, der aus Florenz stammt, irgendwo bei Neapel hört dann seinen Einfluss auf. Und das wird so bleiben und deswegen werden wir mit der Geldpolitik erst noch richtig in die Krise steht und ich weiß nicht, wie der nächste Rettungsakt aussehen soll. Aber hier wurde eben gegen alles verstoßen, was freiheitliche Grundsätze beinhalten, was Vertragsrecht, was Rechtsgeschäfte, was internationale Gepflogenheiten sind. Es ist der Versuch einer Gleichmacherei, die in dem Fall halt zu großen Spannungen in ganz Europa führt. Und es führt zu noch etwas. Alles geschieht ja bei uns im Namen der Gerechtigkeit. Also ich habe jetzt ganz verblüfft, als Herr Dobrindt gesagt hat, mit seiner Maut will er eine Gerechtigkeitslücke schließen. Bis dahin dachte ich immer, Verkehrsminister schließen Autobahnlücken. Nein, unsere schließt Gerechtigkeitslücken. Das heißt, man muss sehen, welche verwirrten Gedanken bei uns schon völlig normal sind, wenn man hinnimmt. Aber die Gerechtigkeit, die durch den Euro angeblich, durch noch mehr Ausgaben und sonst geschaffen werden soll, führt im Moment zu einer massiven, größeren Spreizung zwischen Arm und Reich innerhalb der Länder. Also wer genug Geld hat, kann auch diesem Euro und diesen Machenschaften entkommen. Kleiner Tipp, was ich übrig habe, habe ich in Neuseeland angelegt. Warum soll ein Land, das Plus im Haushalt hat und keine Staatsschulden macht, warum soll man sich sein Geld anlegen? Also wer noch mehr hat, kann das noch mehr machen. Also wie gesagt, aber wer in diesem Land zurzeit spart, kriegt keine Zinsen mehr und das, was er erspart hat, kriegt er auch noch weitgehend abkassiert. Die Spreizung zwischen Arm und Reich, die dadurch entsteht, wird dann natürlich wieder zum Anlass genommen, um noch mehr Gerechtigkeit, um noch mehr staatliche Umverteilung vorzunehmen. Es ist ja schon aberwitzig, dass in einem Bereich, wo von Markt und Freiheit nichts mehr zu spüren ist, der Neoliberalismus
und die Marktwirtschaft und der Kapitalismus dafür verantwortlich gemacht wird, was es gar nicht gibt. Das ist so eine Art Wahrnehmungsvermögen im Unterbewusstsein oder irgendwo. Das trifft auch den nächsten Punkt nachher zu. Ich denke mal, das fängt an und wird bei uns pathologisch. Das ist eigentlich normal nicht mehr zu erklären, dass wir den Markt verantwortlich machen für einen Bereich, wo es überhaupt keinen Markt gibt, weil dann es ungerecht wird und dann lesen sie unsere Mehrheit, unsere Politik. Lassen Sie mich zum zweiten Feld gehen, das mindestens so massiv ist. Die Energiepolitik. Planwirtschaft pur. Mit verheerenden Konsequenzen. Hier ist die Umverteilung von Arm zu Reich noch massiver. Ich frage immer die Linken, wie vereinbart ihr das eigentlich, dass da die reichen Bauern gewaltige Subventionen kriegen für ihre Solardächer, Kapitalanleger hohe Renditen versprochen bekommen von Windkraftanlagen, Klammer, die jetzt nicht eintreten, und gleichzeitig zahlt die Rentnerin höhere Stromkosten. Eine Umverteilung von unten nach oben. Ich glaube, Carlos hat das erste Mal gesagt, ich habe das dann, benutze das gerne, ein sehr einsichtiges Beispiel, dass wir doch bei der Gerechtigkeitsfanatismus, der in unserem Land herrscht, müssen wir dringend die Dachausgleichsabgabe einführen. Für alle, die kein eigenes Dach haben, kriegen von denen, die ein Dach haben, ein Stück Dach zugeteilt, damit sie auch Photovoltaikanlagen aufs Dach nageln können. Es kann doch nicht sein, dass der eine ein Dach hat und der andere nicht. Aber das wäre zum Beispiel ein Ausgleich für etwas. Wenn Sie mal die Gesamtkosten unserer Energiewende im Detail und en gros angucken, angefangen von Windkraftanlagen auf dem hohen Meer, die sich nicht drehen, sondern mit Dieselmotoren angetrieben werden, deren Ausfall aber jetzt schon als Kosten auf die Stromrechnung umgelegt werden, auch in Klammer, das hat sogar ein Minister namens Rösler noch gemacht, da heißt, dass man nicht mehr weiß, was man tut. Und dann weiß man nicht mehr, dass man, wenn man an Markt und Wettbewerb glaubt, all diese gesamte Energiewende, so wie sie ist, in die Tonne treten muss. Es nützt nicht zu sagen, eigentlich war sie ja so einigermaßen ganz gut, wir müssen sie nur ein bisschen anders gestalten. Ich kenne einen Politiker, der bei uns in Rheinland-Pfalz sagt, nein, die Verspargelung des Landes muss aufhören, wir bauen sie jetzt nur noch entlang der Autobahnen. Na, also darauf kann man auch verzichten, es bleibt ja Unfug. Denn das ist von Anfang an einfach daneben. Und das Irrste an der Geschichte ist, ich höre kein Tag vergeht, in dem ich nicht ein Plädoyer höre, dass wir dringend was gegen die Erderwärmung machen müssen. Die fränkischen Winzer, da habe ich zufällig im Radio, wie ich da durchgefahren bin, haben erklärt, dass die Lese dies ja viel früher war, wegen der eingetretenen Erderwärmung. Und wer alles wegen Erderwärmung jetzt sagt, und das müssen wir machen, und der Wald, und. Dabei haben wir seit 17 Jahren eine Abkühlung. Ich versuche mal zu verstehen, wieso wir Konsequenzen der Erderwärmung haben, wo wir eine Abkühlung haben. Spätestens dann sage ich, auf die Couch zum Psychiater. Das ist doch nur noch ein vorauseilendes Wahrnehmungsvermögen. Das werden wir wahrscheinlich demnächst irgendwo in die Psychologie einführen, den Begriff. Vorauseilendes Wahrnehmungsvermögen. Ich spüre und höre und fühle alles schon, was vielleicht kommt. Aber jetzt machen wir schon Gesetze dafür und bauen die gesamte Gesellschaft um mit Auswirkungen, die im Rest der Welt belacht werden. Aber unsere Umweltministerin hat gerade vorgestern wieder im großen Interview gesagt, dass wir das Vorbild der Welt sind. Gegen all diese, jetzt können wir das weitermachen, der Wohlfahrtsstaat und der weitere Ausbau des Wohlstandsstaates. Lassen Sie mich das an einem Beispiel der Mütterrente zeigen, was unter Überschrift Gerechtigkeit läuft. Alle jene Frauen in der Nachkriegszeit, die nicht gearbeitet haben, in Klammern, also nicht außerhäuslich gearbeitet haben, und vor allen Dingen die, die mehrere Kinder hatten und das damals schon gar nicht konnten, denn mit mehreren Kindern war ein Haushalt damals mehr als eine Vollbeschäftigung, ohne Waschmaschine, ohne
Tiefkühlkost und so weiter. Die kriegen jetzt für ihre Kinder eine höhere Rente. Die haben aber alle bisher eine Aufstockung ihrer Rente erhalten, weil das ja nicht ausreichte. Jetzt kriegen sie Aufstockung der Rente aus den Rentenkassen und die Aufstockung, die aus der Sozialhilfe kam, die wird ihnen wieder abgezogen. Das heißt, jene Frauen, die am wenigsten hatten, haben jetzt auch in Zukunft pro Kind 7 Euro mehr im Monat, pro Kind. Das ist der ganze Akt dieser sozialen Gerechtigkeit. Noch übler ist ja dabei, dass die Kosten jetzt den Rentenkassen aufgelastet wird und in der steuerfinanzierten Sozialhilfe gespart wird. So spart der Staat offiziell mehr Geld dafür, dass die Renten belastet werden. Das Ganze läuft dann unter mehr Kindergeld für die Mütter. Und es trifft ausnahmslos nur westdeutsche Frauen. Das kommt auch noch dazu. Und da auch die Rente mit 63 hauptsächlich ostdeutsche Frauen trifft, fragte mich Professor Raffelhüsch, den Sie vielleicht auch kennen, wer regiert uns denn? Überlegt er mal, wer uns regiert, und dann weißt du, warum das so läuft. Es ist sicher kein Zufall, dass es so läuft. Der Wohlfahrtsstaat bildet sich ein, er würde jene Gerechtigkeiten schaffen, die alle überhaupt nicht geschaffen werden, sondern die immer nur neue Ungerechtigkeiten, neue, und das ist damit die Aufforderung an den Staat, noch mehr einzugreifen. Was aber parallel dazu geschieht, ist eben, dass Eigeninitiative und Eigenverantwortung immer mehr verkrüppeln. Es macht keinen Sinn mehr, man gewöhnt sich dran. Es geht los vom Säuglingskindergarten bis zum Tod. Alles wird organisiert, alles, um alles kümmert sich der Staat, weil ja der Markt so unsozial ist. Und solange wir uns einreden lassen, dass der Markt unsozial ist, sondern wir sagen, mit darüber diskutieren, wie sozial die Auswirkungen des Marktes gestaltet werden müssen. Solange brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht glaubwürdig sind, sondern ich plädiere für eine ganz klare, freie Positionen, die wir ableiten aus jenen Ideen, aus jenen Philosophen, Wirtschaftlern, die, ich würde sagen, mit dem Namen Hayek beschrieben sind, die aber auch mit sozialen Marktwirtschaft beschrieben sind, mit Ludwig Erhard, und deswegen bekenne ich mich auch zum Neoliberalismus. Und dann lässt sich dieser gesamte Bürokratenstaat unter der Überschrift der Gerechtigkeit für die nur noch Privilegien dieser Industrie, die sich darum kümmert. Vor kurzem ein schönes Wort gehört über den Paritätischen Wohlfahrtsverband, die Lobbygruppe der Sozialindustrie. Das ist ein schönes Wort. Lobbygruppe der Sozialindustrie hat mit Wohlfahrt überhaupt nichts zu tun. Und deswegen, vielleicht müssen wir gar nicht so optimistisch sein, wenn wir uns von unserer eigenen Überzeugung zur eigenständigen Politik bekennen. Aber dieses dann gründlich und nicht immer schon in sämtliche Kompromisse im Kopf. Ich denke, das hat der FDP in der letzten Periode besonders geschadet. Die Kompromisse, die dann bis zur Unkenntlichkeit der eigenen Idee geführt haben. Wie es sich organisatorisch in der nächsten Zeit auswirken wird, das weiß man noch nicht. Aber wenn wir aufgeben zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, eine Partei, die der Freiheit verpflichtet ist, mit all den Konsequenzen, die damit zu tun haben, und ohne die ständigen Entschuldigungen, dann gibt es auch eine Zukunft. Warum soll es bei uns anders laufen als in den Niederlanden, in Belgien, in Dänemark? Es gibt ja viele Länder, oder in Ländern wie Neuseeland und Australien, wo sie sich nicht liberal nennen, sondern eher konservativ sich nennen, aber wenn sie genau hingucken, sind es eigentlich
marktwirtschaftlich orientierte Parteien. Und in diesem Sinne sollten wir jetzt auch ein bisschen diskutieren. Glauben Sie an sich selbst? Lassen Sie sich nicht schon von vornherein sagen, wir müssen uns dem Zeitgeist anpassen. Der Zeitgeist ist im Moment stärker, der braucht nicht uns auch noch. Und wir brauchen nicht im Kopf schon Kompromisse zu machen, die vielleicht dann in der Tagespolitik hier und da. Aber auch bitte, wenn ich sehe, mit welcher Konsequenz die Grünen in den Bereichen der Ökologie und jetzt, weil ich da gerade drüber gearbeitet habe, in der Verkehrspolitik sich durchsetzen. Im Endeffekt, egal mit wem sie regieren, im Endeffekt kommt eine grüne Politik heraus in Hessen mit der CDU, woanders mit der SPD und demnächst jetzt auch noch in Thüringen mit den Linken. Die haben eine Idee, die streiten und machen alles, aber im Endeffekt ist das die Idee, die sich durchgesetzt hat. Es sind die Gutmenschen, es sind die angehimmelt werden und wir lassen uns davon leider erschrecken. Günther Edra, vielen Dank. Ich habe keine weiteren Fragen, ich habe alles erfahren und das Podium ist sozusagen für die nächste Veranstaltung frei. Ist das schon soweit? Ich fürchte, es ist Viertel vor, ja? Ja.